So, herzlich willkommen zurück bei mir auf Württemberg. Ja, und zwar zu Tabubruch und seine Folgen, Teil 2. Ja, wie ihr wisst, habe ich gesagt, ich werde meine eigene Map nicht fahren. Ich habe im ersten Video schon erklärt, warum dieses Video heute entsteht. Ich versuch's, Kleiner. So, vorbei. Falls sich jemand das erste Video nicht angeschaut hat, ich hoffe, ihr habt's gemacht. Aber für all diejenigen, die sich's nicht angeschaut haben, ich habe, wie gesagt, einen Tabubruch oder mehrere Tabubrüche begangen. Ja, ich bin ja leidenschaftlicher Verfechter von AMD. Ja, also ich habe AMD, ja, die habe ich einfach gerne. Erstens, weil ich eigentlich immer Glücksgriff gemacht hatte mit AMD. Ich weiß nicht, bei Intel hatte ich immer so, erstens ist ja teuer und ich meine, gut, jetzt zu der Zeit, wo der Ryzen draußen ist und dann auch noch die Boards und der Arbeitsspeicher, da nehmen die sich ja jetzt mittlerweile nicht mehr sehr viel. Aber ja, meiner Art, der hatte es immer drauf, der war cool, der war fast unzerstörbar. Aber er wollte nicht mehr. Also musste ich mir einen Ersatz besorgen und dann habe ich mir bei Facebook habe ich mir dann Ersatz besorgt. Ich bin bei MSI geblieben, aber rüber ins Intel-Lager gewechselt und da habe ich schon mal ziemlich viel Spott von meinen Freunden und von der Facebook-Gruppe mir abgeholt. Ist egal. Ja, und nun gut, dann habe ich mir gedacht, okay, komm, dann machst du ein Video, weil wenn schon, dann kannst du das mal richtig, richtig versauen. Und ich denke mal, auch mit diesem zweiten Video werde ich das richtig schön versauen. Das wird der Platzschuss, der mich trifft. Und dann war es das. Ich weiß zwar noch nicht, welche Folgen das jetzt für mich hat, dass ich hier zwei Linien von meiner Map abfahre. Aber das wird sich dann sicherlich noch gut zeigen. Aua! Im letzten Video bin ich die Urlinie von Württemberg abgefahren. Linie 12. Ja. Die Linie 12 war die erste, die ich jemals programmiert hatte. Ich wollte eigentlich ein bisschen gesmoothed und gechillt fahren, aber ich habe gemerkt, ich bin sehr, sehr aus dem Training geraten. Und hätte ich Kollision eingestellt, ich glaube, ich hätte 15 Unfälle gebaut. Das wäre dann auch nicht mehr schön gewesen. Deswegen ist es manchmal gar nicht so schlecht, wenn man Kollision aus hat. Da kann man dann auch mal wie der letzte Henker fahren. Dann nicht gleich einen Eintrag in
seiner Fahrerakte. So. Jetzt bin ich auf dem Weg zur Endhaltestelle der Linie 9. Denn es gab gar nicht mehr so viel Auswahlmöglichkeiten. Ich habe den letzten Let's Play, die es in Rüttenburg gab, und ich habe gesagt, aus Respekt vom Bio werde ich die Linie 10 und die Linie 8 nicht fahren. Ja, irgendwo habe ich da auch schon so meinen Stolz. So, Bounce und geht's. Nee, also es gibt ja einige Linien hier auf Rüttenburg, weil wenn ich es jetzt schon mal verhaue, dann kann ich eigentlich auch ein bisschen was dazu sagen. Es gibt ja... Schönen guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Ja. Es gibt ja auf Rüttenburg die Linie 8, 9, 10, 11, 12 und 76. Entschuldigung. Habe ich mir dann gesagt, okay, auch wenn ich jetzt einige Tabus breche, das ist für mich kein Tabu, sondern einfach eine Sache des Respekts. Deswegen werde ich sie auch nicht fahren. Die Linie 11, die hat leider einen Fehler, den ich noch nicht wirklich rausbekommen habe. Deswegen werde ich diese auch nicht fahren. Und bei der Linie 8, das hat so ein bisschen geschichtliche Hintergründe, die ich dann auch im Video von Bio dann mitbekommen habe. Und deswegen sage ich da auch, okay, dann fahre ich es nicht. Denn man muss es ja nicht übertreiben. Also ich habe mir schon ein paar negative Sachen geleistet, deswegen so in letzter Zeit, und von daher muss ich dann auch mal ein bisschen auf die Bremse treten und sagen, okay, kannst du jetzt nicht machen. Aber mir sind auch einige Sachen aufgefallen bei den Let's Plays, die gemacht wurden, und zwar bei den Let's Plays, die auch von anderen gemacht worden sind. Warum bewege ich mich? Ich bewege mich doch hier gerade. Warum bewege ich mich? Die hatten ziemlich viele Probleme mit der Linie 9. Und auch mit der Linie 10. Und zwar genau jetzt da, wo ich gerade stehe. Und zwar haben die sich immer gefragt, wo muss ich denn jetzt lang? So. Ihr müsst hier lang. Und nicht immer geradeaus fahren. Deswegen, das sind dann so Dinge als Entwickler, wo ich mir sage, alles klar, da musst du zusehen, dass du da... Entschuldigung. Ja, ich weiß, es war zu viel. Dass du da sagst, okay, dann musst du dir was anderes einfallen lassen. Es gab wohl auch ziemlich viele Probleme. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. 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 Es gab wohl auch ziemlich viele Probleme. Hilfspfeilen und
Da muss ich mir dann auch. Komm, drück mal auf die Tube hier, ich will vorbei. Ja. So. Ui, 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 ui. Ja. So. Ich meine, es ist auch mal schön, als Entwickler zu selber zu zeigen. Was ist aus Sicht des Entwicklers gestylt? Ich muss ehrlich zugeben, ich fahre recht selten diese Map ab. Also ich fahre sie dann eigentlich nur zu Testzwecken ab und alles andere überlasse ich dann halt den Let's Playern oder überlasse ich dann meinen Freunden. Gerne wieder bei mir. Ja, der fährt, der Leute, das ist ja unglaublich. Der hat seinen Führerschein gewonnen, oder? Ja, genau. Wenn ich dann mal selber fahre, dann eigentlich nur, um ein bisschen Dampf abzulassen. Oder ich fahre eigentlich lieber selber gerne andere Maps. Aber wie gesagt, zum Titel passt das. Zu meinen Let's Plays passt das auch. Und von daher denke ich mal, ist das jetzt im Raum. Alle Schilder sind falsch. Nur die Linie 8 und die Linien. Und die Linien. Also nur der MAN Line City hat komischerweise nicht gesehen. Damit. Hallo. 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 Ich weiß nicht, was er hat, aber das sind auch so Dinge, wo ich dann sage, die mache ich eigentlich nicht. Das ist dann auch ein Tabu für mich, ja. Dass ich, wenn ich schon meine Map abfahre, dass ich dann auf was Funktionierendes hinkriege und nicht einfach so an den Leuten, an den Bussen vorbeifahre und die zeigen nur die Liniennummer an, nehmen keine Leute mit, ne, und ja. Na, Kollege. Na, das wäre jetzt ziemlich böse ausgegangen. So, St. Helena, dann müssen wir nach links. Ja auch von einigen, dass der Friedhof hier ziemlich makaber wäre. Sollte ich mal sagen, dass es makaber ist? Es sollte nicht realistisch sein, aber was richtig makaber wäre, wenn jetzt an den Leuten, an den Klebern da Leute stehen würden. Das rund um die Uhr. Ich glaube, dann könnte ich mir echt eine Pfeife anbrauchen. Es hat sowieso nicht einiges funktioniert, was ich funktionieren sollte. Also ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass da tatsächlich sollten eigentlich theoretisch Leute stehen. Und es sollten eigentlich auch Leute da langlaufen auf dem Weg. Wie man sieht, funktioniert das auch nicht. Also von daher ist das schon ziemlich genial irgendwo. Ja, wie gesagt, der C2, der schildert, der immer nicht. Solaris, der Schild. Oh, der fährt, ja, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen, oder? Habe ich gerade beantwortet. Warum sind wir so? Ah, ich glaube, der macht selber noch nicht. Ich muss mal so was wissen. Ich bin ja jetzt wieder mal mit zu viel kmh in die Kurve reingefahren.
Moment, Baby. Moment. Was ich aber auch nicht machen werde, ist fertige Dinge zu zeigen. Das muss nicht sein, das werde ich auch nicht tun. Ich denke mal, das kann man verstehen. Es gibt noch viel Arbeit. Aber da würde ich mir jetzt einen kleinen Schneiden. So, das soll ja heute ein bisschen witzig sein. Das soll heute ein bisschen witzig sein. Meine Fahrkünste, die sind schon. Ja, jetzt brauchst du Ohr nicht mehr anzuhalten, wenn du schon in meinem Bus stehst. Entschuldigung. Idiot. So, das ist wirklich. Ja, jetzt kommen wieder die Eltern. Ja, der hat das gesagt. Der hat dieses böse Aaron gesagt. Ja, ich hab's gesagt. Es tut mich sorry. Einer meiner besten Kumpels, was aus Köln hier sehen würde, wie ich hier fahre, der würde sagen, oh, hat der schon wieder einen Bordstein mitgenommen. Ja, ohne Bordstein zu pushieren kann ich nicht. Ich weiß nicht, ich krieg's immer wieder hin. Ich krieg's echt immer wieder hin. So, und das ist ja einer der Schmuckstücke meiner. Also, ich liebe diesen Bus. Auch wenn ich mich des Öfteren über die Grafik beschwere von Omsi, die ja, wie wir alle wissen, nicht gerade die beste ist, mag ich den trotzdem, weil ich weiß nicht, er hat so das gewisse Etwas für mich, ja. Ich könnte mich jetzt nicht so beschweren, wo ich sage, ach, das ist so total scheiße, weil ich finde, der ist ausgereift, ja, dem kannst du eine Hofdatei vorsetzen, die total für den Hintern ist, ja, also die mehr als verpackt ist und er frisst die trotzdem. Ja, und er sagt, okay, hab ich kein Problem damit. Hallo. Hallo. Guten Tag. Tag. Also der erkennt, dass da Haltestellen sind und so weiter und so fort, dann kann er damit umgehen. Das finde ich total cool, weil du meldest dich in der Kasse an und aktivierst den Fahrplan und schon ist es da. Ja, also da kann man echt nichts sagen. Irgendwo muss es ja auch so ein bisschen sein Reiz haben. Ja, in den letzten Videos Omni vs. Bus Simulator 2018, da habe ich ja ziemlich gegen Omni geschossen. Ja. Ich meine, Omni muss ja erstmal dazu gezwungen werden, dass es etwas tut, damit man es verwenden kann. Und das ist eins. Liebe Kinder, das, was ich jetzt tue, das macht ihr bitte niemals nach. Das ist ganz böse. Komm, Mädchen. Zieh rum. Ja, genau. Mein Gott, der Pferd, der, das ist ja unglaublich. Der hat da seinen Führerschein gewonnen. Aber. Ich weiß nicht, dafür habe ich noch nie wirklich eine Lösung gefunden, diesen Stau zu kommen. Also, es sind viele Fehler. Ich sag mal, Fehler können immer wieder passieren. Es darf nicht sein, es passiert aber.
nicht perfekt. Und ich finde, perfekt muss es nicht sein. Es gibt im Leben immer Dinge, die nicht funktionieren, die nicht wollen. Aber so ist das Leben. Ich meine, guck mich an. Na, ihr könnt mich nicht sehen. Ha! Fehler gefunden, hä? So, was ist hier los? Warum fährt der nicht? Ich habe gerade gesagt, Fehler können passieren, aber sie müssen nicht provoziert sein. Wieso fährt der nicht? Ist das doof? Liebe Kinder, das macht ihr bitte auch nicht nach. Deswegen soll man sowas nicht nachmachen. Ich kann einfach nicht Bus fahren. Ich kann's nicht. Alter. Ich bin übrigens ein bisschen erkältet, deswegen ist es mir leid, wenn ich jetzt mal irgendwas huste oder schniefe. Nehmt mir das bitte nicht für krumm. Guten Tag. Hallo. Mahlzeit. Auf euer Wohl. Ich habe ja immer noch dieses dumme QE. Weil um sie habe ich so eingestellt, dass natürlich hier B, S, A, D, Alter, was ist hier los? Was hat denn der für ein Problem? Okay, stehe ich mal. 20. Jetzt bewegt er sich. Ich meine, gut, jetzt habe ich zwar Verspätung, aber das ist mir jetzt auch, weil er irgendwo. Jetzt fährt er wieder nicht weiter. Ey, was ist denn das? Ich muss hier dringend mehr Ampeln einbauen. Alter, das geht ja mal gar nicht. Jetzt kommt die nicht aus dem Knick. Was ist denn du? Du Wurm. Nee, du Wummer. W-U-M-R. So. Da, boah. Nee. What the hell? Was tun sie heute mit uns? Macht die irgendwie KI, um mich zu ärgern? Das ist wahrscheinlich die Folge dafür, dass ich jetzt hier ein Video mache und hier fahre. Das hat die Omsi-KI bestimmt gehört. Hat sie so gedacht, das war dem Alten mal ein Wurm. Hier wird mir hier kein Wurm. Vergesst es. Dafür kann ich euch viel zu schnell absehen.
ist da jetzt so gut? Was macht der denn? Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Die KI, die hat Kind genommen. Ich sehe dich das einer an. Ich kann nichts dafür. Die fährt einfach gut. Ich weiß nicht, ob es ein er oder eine sie ist. Ich weiß noch nicht mal, ob es ein Engländer, ein Spanier oder sonst was ist, ja. Aber der hatte keine Audiospur. Da kann man dann natürlich nicht bewerten oder nicht raushören, was er für eine Kritik oder sie äußert. Ne? Das finde ich schade irgendwo, weil das sind dann so die Videos, wo ich mir dann sage, okay, shit happens. Ich meine, ich weiß nicht, wie. Ich meine, ich kenne nur die Leute, die hier sagen, da kannst du da und da mal ein bisschen was machen. Ja? Also, da musst du rangehen. Da kann ich damit arbeiten. Da kann ich sagen, okay, dann werde ich mich nochmal da ran. Aber wenn es dann leider so Videos gibt, wo du nichts hörst, ja, absolut gar nichts, dann kannst du damit nichts anfangen. Ich finde das so schade, wenn ich mal. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Für dein nächstes Projekt wünsche ich mir den Video von Hearts of Iron 4 erklärt. Wenn ich wüsste, was das ist. Ich dachte mir so, sollte man ja eigentlich nicht machen. Der Fahrt heißt es ja immer nicht aufs Handy schauen. Ja. Ich habe es jetzt nur mal getan, was probiert hat, ganz häufig. Da dachte ich jetzt, oh, vielleicht ein anderer Mann. Aber war es nicht. War es nicht. Er hat sich tatsächlich meine Videos angeschaut, der ehemalige Busfahrer. Er hat sich die Videos angeschaut. Er hat sich auch jetzt das letzte Video angeschaut, anscheinend hier. Das
Teil 1 und Teil 2. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Hallo. Von Omni vs. Bus Simulator 2018. Und da hat er jetzt einen Wunsch geäußert. Wenn ich hierbei wünsche, der was. Ui. Ja, dieses Tor tue ich mir jetzt an. Hallo. Also wenn du einmal das Fenster runterkurbelst, ja, dann so, ja. Dann können wir uns sicherlich nicht abhauen, Mensch. Ich wollte doch gerade erklären, wie schön es in einem Bus ist, wenn man denjenigen Profi fahren ist und den dann auf einmal im Flur hat. Schade, er wollte nicht zuhören. Ja, ist einfach. Also. Wie hat der von meinem Kanal erfahren? Hat der noch nie einen Link dazu geschickt? Oder habe ich? Tut mir auch leid, aber wir haben ein bisschen Verspätung. Das ist schon ein bisschen lang. Ja, schrei mich doch an. Ja, ja. Wenn man die Pose kriegst du lecker nicht. Kriegst du mal richtig das High-End. Motorsport. Ich hoffe, dann habe ich dich. Lackschäden brauchen wir bei dir hier nicht mehr machen. Also irgendwie gibt mir das Teil jetzt total offen. Ja, wir haben schon recht gehabt. Der geht einfach. So, theoretisch ja, praktisch nein. Wann habe ich denn die letzte Tour dafür eingesetzt? Ja, weil ich will jetzt mal die letzte Tour dafür fahren. So, noch zwei. Das wäre St. Helena. Na, dann fahren wir nach St. Helena. Gut. Ist jetzt nicht so verkehrt. Okay, ja. Boah, 290 Minuten. Ups. 290 Minuten. Gut. Dann fahren wir jetzt die letzte Route des heutigen Abends. Bevor es dann. Jetzt wird es ganz spannend. Spannung. Ja, Mädchen ist ja gut. Bevor es dann ins Depot geht, damit hier das Prinzesschen auf der Erbse endlich Ruhe gibt. Boah.
immer wieder so, ja, immer wieder das Arbeitsgerät. Wie hat Jamie Davis heute gesagt, wenn man sein Arbeitsgerät wartet, hat man den Spaß dran. Bei diesem Bus bin ich mir allerdings nicht so sicher, ob ich das überhaupt will. Vor allem, was für eine Erklärung zum Editoren. Dass ich wirklich auf die Editoren check. Zitronen hinter da weg. Zitrone. Ich weiß nicht, was dieser M ein. Ich weiß es wäre jetzt schön, wenn es mal auf grün gehen würde, denn Zeit ist Geld. Zeit habe ich nicht, Geld genauso wenig. Ja, was denn nun? Ja, wie wäre es mal mit Gas geben? Das könnt ihr doch sonst so gut. Alter, Arsch. Genau, und jetzt bremsen. Was de fein. Was de fein. Los, komm. Du hältst die Klappe, Prinzessin, auf der Erde. Ja, was ist nur? Ja, Prinzessin, ist ja gut, beruhig dich. Ich hab's irgendwann mal geschafft, Prinzessin.
ja sowieso schade, weil ordentlich ist viel. Ja, Kumpel, das bringt dir jetzt. Boah, das bringt dir jetzt viel, vor allen Dingen, weil ihr sowieso gleich wieder zurückkommt. Guck sich ein. Oh, dumm, dümmer, dümm. Blinde und dann weg. Macht die Kreuzung noch ganz dicht? Ist ja nicht schlimm. Lässt mich jetzt rüber, du verdammter Mercedes. Wie gesagt, liebe Kinder, es gibt so einige Dinge in diesen zwei Videos, die ich gemacht habe, die man dir bitte nicht nachschaut. Ja, weil normalerweise macht man das im Straßenverkehr nicht. Tiefste Nacht. So. Diese Ruhe. Ist die nicht schön? Diese Ruhe. Eigentlich eine Innenstadt. Ja. Oder so ein Stadtrand. Und die machen hier zwei Kreuzungen dicht. Zwei. Ach, jetzt fahren wir. Es tut mir leid, aber ich glaube, es ist da hinten. Aber da muss ich mir definitiv nochmal was einfallen lassen. So geht das nicht. So geht das einfach nicht.
Gibt's das in Wahrheit? Gibt's das in Realität auch so? Ich meine, gut, ich fahre hier jetzt so ein bisschen Rennfahrer-Style wahrscheinlich. Dieser Fahrstil ist nichts für meine alten Beine. Dafür hörst du dich aber ziemlich jung an, Ulmchen. Abend. Abend. Hallo. Meine Freunde, Omsi ist ja der Platzhirsch, das wissen wir alle, ja. Aber irgendwann hat sich auch mal so aus der Routine entwickelt sich dann auch mal Kritik und teilweise totale Abneigung. Bei mir ist die totale Abneigung einfach bei den Bäumen, dass wenn Wind ist, dass die trotzdem dastehen, die eingemauerten Baumklötze. Also, ich meine, du hast ja auch nicht richtig Wind. Ich meine, ich kann ja auf Schaden's Modell verzichten. Da kann ich wirklich drauf verzichten, gerne. Wirklich gerne. Aber dann möchte ich bitte mal sehen, dass ich was will. Die Unreal Engine hat es ja auch wirklich gut, ob sie wurde jetzt auf einer eigenen Engine aufgebaut, aber komm, lass mal gut sein. Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn man sie beispielsweise auf einem fremden Kern aufgebaut hätte. Ob es dann genauso gut wäre, das weiß man ja nicht. Ich habe ja auch schon gesagt, so wie es jetzt ist, ist zwar nicht schön, aber Was, ui? Genau ein Bornlein. Oder Hagel ist. Was mir übrigens mal aufgefallen ist zwischen diesen beiden Simulatoren, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr das letztens gesehen habt, da kann ich auch nochmal drauf eingehen. Und zwar der Drehzahl ist.
Drehzahlmesser im Bus-Simulator 2018. Wenn man irgendwo an der Ampel steht, dann ist der komplett aus, aber der Motor läuft komischerweise. Ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist, weil sowas kenne ich eigentlich nur von Regiebussen, aber nicht von Diesel- und Erdgasbussen. Also das ist hallo. Tatsächlich so, hallo. Das ist tatsächlich so, dass ich meine, ich kann das ja hier mal so ein bisschen zeigen. Ich habe 40 Sekunden. Hier, zum Beispiel, die Türen sind offen. Man sieht, Tür offen. So. Ne? Man sieht hier die Tankanzeige. Alles schick. So. Aber das gibt's da zum Beispiel gar nicht. Finde ich schade. Ich meine, gut, jetzt für die erste Zeit, wo man noch so ein bisschen an Performance-Verbesserungen arbeitet und so weiter, da mag das ja alles noch sinnvoll sein, dass man sagt, okay, ich habe da nur das Hersteller-Logo, ach, das passt schon, ne? Ja, kann man sich damit ab. Aber der Chris, ja, in der Umsitzszene ist das... Boah, fällt der Scheiße. Ich fahre, Alter, Leute... ist er ja sehr bekannt. Der hat seinen Ruhr Solaris alias Solaris Orbimo 4 hat er für den Bus-Simulator bereitgestellt, den ich schon gefahren und er hat genau ja, also er ist genauso wie ein ganz normaler Bus. Von daher sehe ich irgendwo, es ist machbar. Und mir wurde gesagt, das liegt irgendwie an den Lizenzen. Wenn es an den Lizenzen wurde, dann frage ich mich, warum das dann Chris nicht machen konnte und vor allem, warum das dann auch noch kostenlos zur Verfügung stand. Das weiß ich dann natürlich. Aber das sind so kleine Kritik. Ich glaube, das sind irgendwo Spielereien. Ich meine, wenn ihr wollt, kann ich ja auch mal ein paar Let's Plays im Bus Simulator 2018. Drummer, baby. A drummer. Jetzt hätte man theoretisch, glaube ich, 5 Minuten oder so, ne? Habe ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht. So. Ich war trotzdem, das ist mir egal. So, damit sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ich habe mein Tabu gebrochen. Warum und wieso ich es gemacht habe, das könnte ich jetzt gerne wieder selber zusammenfassen. Aber ich dachte mir, hey, vielleicht ist es gar keine so schlechte Idee. Ja, also... Ich denke mal, das ist keine schlechte Idee. War. Ich fahre die Kiste jetzt mal ins Depot. Das hat gerade was geschafft. Alter! Alter, Verwalter! Beispielsweise schreiben wir ja auch alle Benzin.
natürlich auch in Omsi Kötschian Krasi, wie ihr das für richtig haltet. Da wird euch keiner reinreden. Aber bitte nicht den Rechner aus dem Fenster schmeißen. Was nicht lief. Das sollte man dann tun. Und die Tastatur kaputt hauen oder sowas. Das sollte man tun. Aber in der realen Welt ist das alles ein bisschen anders. Ich würde es euch wirklich nicht empfehlen. Also wenn ihr fahren könnt, wenn ihr auch fahren dürft, dann fahrt bitte immer schön die Sonne und passt auf, wo ihr hinfahrt. Ich habe heute auch mal schon. Aber am Computer, da kann man schon sich so den einen oder anderen Fehler mal leisten. Ich meine, ich weiß, man sollte es nicht tun und auch Fahrlehrer, Alter. Wenn Fahrlehrer sehen würde, wie ich hier fahre, der hätte mich schon 5-mal durch die Prüfung fallen lassen dann. Es gibt Dinge, die muss man nicht tun. Das ist nicht so. Sollte ihr jetzt nicht, wenn ihr die Map irgendwo noch habt, sollte ihr jetzt nicht gleich euch ransetzen, ein Video machen und dann mal, guck mal, ich kann auch rumrasen. Nee, das lassen wir nicht. Ich nehme mich gerne selber mal auf. Ich möchte auch gerne selber mal ein bisschen Tricks zeigen. Ich weiß nicht, was mit dieser gemeinen Kiste los ist. Ich würde es gerne. Wenn ihr jetzt sagt, oh, der Defi, der kann ja auch nicht fahren. Oh, das wäre schon wieder so ein Ding gewesen. Ich kann halt ein bisschen Prinzessin auf der Erbs in Ruhe jetzt, ansonsten gibt es einen Panik. Löffel gehabt. Und dann werden wir schon am Depot angekommen. So. Hier muss ich mal kurz anhalten. Wo muss ich denn hin? Bucht 7, ne? Ja, Tatsache, Bucht 7. Und wo habe ich denn Bucht 7 hingezahnt? Nach rechts. Gut. Jetzt hat er nicht weitergeschalten, oder? Extra.
Tja, gut. Dann wären wir heute damit durch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen bei meinen heutigen zwei Folgen Tabubruch und seine Folgen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Ich hoffe, ihr fandet es auch ein bisschen lustig und habt auch ein bisschen Verständnis dafür, dass ich nur zwei Linien gezeigt habe. Ja. Und ich wünsche euch einen guten Morgen, einen schönen Mittag, schönen Nachmittag und einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht, wann ihr mir hier zugeschaut habt, und wünsche euch ein schönes Wochenende, falls ihr es euch am Wochenende angeschaut habt. Ich sage bye bye und bis zum nächsten Mal. Okay, ja, definitiv.